Ihr legt das Blatt so vor euch hin, dass ihr die Schrift lesen könnt. Als erstes falten wir die untere Kante auf die obere. Dann falten wir die rechte Kante auf die linke. Anschließend drehen wir das Blatt auf die Rückseite und falten die untere linke Ecke zur rechten oberen. Danach falten wir die untere rechte Ecke zur linken oberen. Jetzt drehen wir das Blatt wieder auf die Vorderseite. Hier wölbt sich jetzt die Mitte etwas nach oben. Dann drücken wir die rechten und linken Kanten nach innen zur Mitte, sodass ein Dreieck entsteht. Das legen wir vor uns hin und drücken es nochmal gut fest. Jetzt sollten auf der rechten und linken Seite jeweils zwei Schichten sein. Nun nehmen wir die obere Spitze der rechten Seite und falten sie nach oben zur Mitte hin. Das Gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite. Anschließend drehen wir das Papier auf die Rückseite, sodass die Spitze nach unten zeigt. Wir nehmen die Spitze und falten sie nach oben, aber nicht nur bis zur Kante, sondern sogar etwas weiter. Dann knicken wir die überstehende Spitze nach hinten um. Nun drehen wir das Papier wieder um und drücken die Spitze auch auf der anderen Seite noch einmal gut fest. Danach falten wir unseren Falter noch einmal in der Mitte zusammen. Zum Schluss nehmen wir eine Schere und schneiden die Flügelspitzen entlang des Aufdrucks ab. Dabei könnt ihr euch gerne von Erwachsenen helfen lassen. Und schon ist unser Admiral fertig.